Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video, was sich ein bisschen um das Thema Anti-Aging drehen soll. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Anti-Aging, das lesen wir so häufig. Und im Prinzip ist dieses Video auch wieder eins dieser Videos, was ich wahrscheinlich ständig verlinken werde und was auch etwas ist, was ich meinen Freunden auch so erzählen würde. Ich finde das einfach wichtig, dass ich auch solche Videos mache, die sich um ein bestimmtes Thema drehen und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Es gibt kein Anti-Aging, weil du kannst im Prinzip nichts dagegen unternehmen, dass du alterst. Wir altern einfach, weil unsere Zellen altern, weil unsere Zellregeneration einfach zurückgeht und das ist einfach so. Also du kannst dich auch operieren lassen, du kannst dich liften lassen, aber trotzdem wird die Schwerkraft immer wieder ankommen und sagen, ja moin, ich bin da und ich ziehe alles wieder ganz woanders hin. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn Menschen Falten haben. Ich habe Falten, ich mag meine Falten und ich finde es auch in Ordnung. Ich mag es, dass man sieht, dass ich glücklich bin, wenn ich lache, weil ich dann hier meine Lachfalten habe, ich an den Augen lache. Das ist alles vollkommen in Ordnung und deswegen möchte ich auch jetzt nicht irgendwelche Wundermittel euch präsentieren, weil die gibt es nicht. Ich glaube auch, das Anti-Aging-Mittel schlechthin wäre ein Apfel und ein Glas Wasser. Also das ist so im Prinzip das, was am meisten hilft. Weil das ist natürlich das Wichtigste, ne? Dass du deinem Körper von innen das Richtige gibst. Dass du, ja, kannst dich gesund ernähren und so weiter. Darüber wollen wir gar nicht reden. Ich habe jetzt heute hier einfach mich auf die Hautpflege spezialisiert, weil ich auch wieder diese Woche bis zum 17.12. den Code Beauty Claudi habe. Das ist das letzte Mal in diesem Jahr, dass du 20% auf alles sparen kannst. Auch auf die ganzen Sets, die ich euch super gerne ans Herz legen möchte. Und ich verlinke euch ganz, 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 ganz viele Sachen in der Infobox. Also, ich habe euch schon mal ein Video gedreht, wo es halt auch so um Inhaltsstoffe ging, um Wirkstoffe, das kann ich euch im i gerne mal verlinken. Da bin ich sehr, sehr detailliert auf die verschiedenen Inhaltsstoffe eingegangen und habe euch ganz genau erklärt, wie welcher Wirkstoff wirklich wirkt. Ne? Das kann euch sicherlich auch weiterhelfen. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, ist, warum altern wir eigentlich? Also, was passiert da eigentlich in unserem Gesicht? Das passiert zum einen durch die Zellschädigung, durch freie Radikale nennt sich das quasi. Das ist ein bisschen chemisch, das sind irgendwie so aggressive Moleküle, die irgendwie ein Elektron zu wenig haben und dann gehen die halt zu den Molekülen hin und mopsen halt ein Elektron und das schädigt die Zellen. Dafür kann man halt mit Antioxidantien dagegen wirken und das ist unser ACE, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E und genau, die sind antioxidativ und die helfen, also die unterstützen die Haut dabei, dass sie quasi eben nicht, also die unterstützen die Zellen der Haut dabei, dass denen eben nicht dieses Elektron gemopst wird. Und das ist zum Beispiel durch Retinol möglich. Das ist ja der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin, so nennt man es ja auch ganz gerne. Gibt es hier in verschiedenen Varianten. Ich habe hier zum einen von Dalton das Retinol-Serum, was ich super gerne ein- bis zweimal pro Woche anwende und auch aktuell wieder in Anwendung habe. Kann ich euch wirklich empfehlen und das hat auch eine leicht peelende Wirkung, also dringt wirklich sehr, sehr tief in die Haut ein. Da muss man etwas vorsichtig mit umgehen. Da gibt es auch Alternativen. Zum Beispiel habe ich hier eins von Symbiosis London. Hatte ich jetzt gerade erst von Melli im Adventskalender drin. Ja, genau. Und da sind halt auch Retinoide drin. Also Retinol ist damit am Start. Und findet man in verschiedenen Produkten. Man muss einfach so für sich, finde ich persönlich, herausfinden, welche Wirkstoffe von welcher Firma oder von welchem Hersteller einem so passen. Bei mir ist es wirklich so, dass die Dalton-Pflegeprodukte bei meiner Haut super viel bewegen. Also Dalton ist marine Kosmetik, das heißt, die haben Inhaltsstoffe, die sehr, sehr maritim sind und sehr, sehr maritim. Die sind maritim und dementsprechend sehr hautverwandt, weil das Leben aus dem Meer kommt und da wir Leben sind und aus dem Meer evolutionstechnisch kommen, ist das Ganze wirklich sehr hautverträglich. Das von Symbiosis habe ich noch nicht ausprobiert, das werde ich noch probieren, aber das von Dalton zum Beispiel vertrage ich richtig gut. Ein Retinol, was ich gar nicht vertrage, ist zum Beispiel das von Biotherm. Das ist nicht ganz so mein Vibe und das funktioniert auf meiner Haut nicht so gut. Dann gibt es noch das Antioxidant Vitamin C. Das wird uns nachher auch nochmal in anderer Wirkung um die Ecke kommen, genau. Da habe ich hier das Vitamin C Serum. Also wir haben ja diese High Concentrates von Dalton. Die sind sehr, sehr hoch konzentriert. Die kann man auch super einfach in die Hautpflege mit einmischen und zielgerichtet verwenden, je nachdem, welches Hautbedürfnis man gerade so hat. Und ja, Vitamin C ist auf jeden Fall ein richtiger Power-Wirkstoff. Da habe ich hier auch noch als Alternative von Lumen das Nordic C Triple Glow Radiance Elixier. Auch bei Vitamin C ist das wieder so eine Sache. Da vertrage ich auch nicht alle möglichen
Arten von Vitamin C, das von Dalton vertrage ich. Hier weiß ich noch nicht, ob ich das von Lumen vertrage. Andere Produkte von Lumen, zum Beispiel den Toner, habe ich aktuell in Anwendung, vertrage ich sehr gut. Muss ich einfach mal schauen, wie sich das so bei mir verhält. Das von Asom zum Beispiel vertrage ich bei meiner Haut gar nicht. Dann habe ich Vitamin E, das Schönheitsvitamin, was halt auch antioxidativ wirkt. Da habe ich jetzt hier einfach mal die Marine Selection Anti-Aging, das Ampullenset. Also, ne? Anti-Aging wird draufgeschrieben in der Kosmetikindustrie, meint aber nicht, dass du verhinderst, dass du alterst, weil das geht nicht. Hier habe ich einfach exemplarisch die C-Ampulle drin, die ich euch gerne zeigen möchte. Und die enthält halt Vitamin E und das ist ja einfach ein sehr, sehr guter Inhaltsstoff. Und hier haben wir bei der C-Ampulle bzw. bei der C-Reihe, das ist so eine Komplettreihe, da gibt es auch, wie gesagt, diese Sets, ne? Auch die Stammzellen mit am Start, die auch sehr gut auf die Haut wirken. Auch da habe ich euch sehr viel schon zu erzählt. Aber hier als Exemplar, als Beispiel für Vitamin E, ne? Dass wir das halt als Antioxidant verwenden, damit unsere Elektronen nicht gemopst werden oder unsere Haut nicht von den freien Radikalen attackiert wird und so die Zellen nicht geschädigt werden, weil das ist etwas, was unsere Haut zum Altern bringt. Als nächstes gibt es natürlich auch noch das Problem, dass unser Hautstoffwechsel einfach viel langsamer wird. Unsere Haut wird fauler. Nein, nicht unsere Haut, unser ganzer Körper. Und unsere Haut ist ja quasi unser größtes Organ. Das ist unser sichtbarstes Organ. Es betrifft ja alle Organe, aber genau, da ist halt der Zellstoffwechsel ein bisschen langsamer. Ne? Die Zellerneuerung ist nicht mehr ganz so am Start, die Kollagenproduktion nicht mehr so. Und ab dem 30. oder ab Vollendung des 30. Lebens, ja ungefähr so, ne? Der Körper hat ja nicht so diese Uhr, fängt pro Jahr die Kollagenproduktion an, um 1% weniger zu werden. Ich habe mir auch Notizen gemacht. Ich kann mir das safe nicht merken, denn ich bin keine Skinfluencerin und ich habe das Ganze nicht studiert. Ich habe mir das einfach nur angelesen und zugehört, wenn Menschen darüber geredet haben und möchte euch hier in diesem Video das einfach alles gebündelt sagen. Ne? Genau. Es gibt Produkte, die uns dabei helfen, dass die Kollagenproduktion angekurbelt wird und dementsprechend die Haut praller erscheint. Also ne, dafür ist Kollagen da, damit unsere Haut einfach praller ist, fester ist. Und das macht zum Beispiel das wundervolle Coenzym Q10. Das ist zum Beispiel hier in dieser Energy Boost Augencreme von Dalton mit am Start. Und das Coenzym Q10, was in diesen Q10-Produkten drin ist, ist so eine Art Kommunikationsdude, der mit der Haut spricht und also wenn es dann auf die Haut kommt und in die Haut eindringt, mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert und sagt, hey, Schätzelein, sieh mal zu, dass du hier ein bisschen wieder auf die Düse drückst und den Zellstoffwechsel anregst. Und dafür ist, also im Prinzip ist es hier nur so ein Kommunikationsprodukt und nicht ein Wirkstoff in dem Sinne, aber es redet halt mit, nein, es ist auch irgendwie merkwürdig formuliert. Es ist halt dafür da, dass dein Zellstoffwechsel wieder angekurbelt wird, eben dadurch, dass das Coenzym Q10 mit dem Q10 der Haut zusammen reagiert und dadurch halt die Kollagenproduktion und der Zellstoffwechsel, die Zellerneuerung auch wieder angekurbelt wird. Da ist halt unser Q10 der Freund. Also ne, es nennt man auch so belebend, eben dadurch, dass es halt ankurbelt. Aber auch die Vitamine A und C, also unser Retinol und unser Vitamin C, sind dafür da, um die Kollagenproduktion in der Haut anzuregen. Und das ist dann halt auch wieder so ein Anti-Aging, Slow-Aging-Wirkstoff. Ne? Genau. Was natürlich extrem wichtig ist, ist nicht nur Flüssigkeit von innen, sondern auch Flüssigkeit von außen. Ich bin eine Trockenpflaume, ich habe eine sehr, sehr trockene Haut und da kann ich einfach oder ich merke einfach, dass wenn meine Haut von außen austrocknet, dass ich, wenn ich ihr Feuchtigkeit gebe, dass sie sich freut. Also, dass es ihr einfach gut tut, dass sie praller aussieht. Es ist halt eine optische Geschichte. Ne? Und da arbeiten wir auch mit Inhaltsstoffen oder mit Wirkstoffen, die auch generell schon in unserer Haut vorhanden sind und oder halt mit Schutzfilm. Das heißt, wir haben ja auch Hyaluron bei uns im Gesicht, im Körper drin und wenn wir das halt auch nochmal auf das Gesicht auftragen, ist es auch ein sehr netter Wirkstoff, ein sehr sanfter Wirkstoff, der jetzt nicht irgendwie hautreizend ist oder so, auch wenn da Säure mit im Wort ist. Genau, und da können wir auf jeden Fall von außen nachhelfen, dass weil ja auch Feuchtigkeit so verdunstet und so, dass unsere Haut von außen auf jeden Fall Feuchtigkeit bekommt.
So, das können wir mit verschiedenen Produkten machen. Hyaluronsäure ist ja in super vielen Sachen drin. Ich zeige euch einfach ein paar. Zum Beispiel ist hier von Colibri Cosmetics ein Hyaluron-Booster, der sehr gut hautverträglich sein soll. Dann gibt es natürlich auch ein High Concentrate von Dalton. Das ist das der Triple Hyaluronic Booster. Wichtig bei den Hyaluronsäure-Produkten, dass man sich gegebenenfalls das einfach mal durchliest, anschaut, Informationen sammelt, denn wichtig ist, dass in Hyaluronsäureprodukten auch niedermolekulare Hyaluronsäure drin enthalten ist, die dann auch dementsprechend tiefer in die Haut einziehen kann und nicht nur auf der Haut aufliegt, ne? Weil das ist dann halt wirklich mit einer höheren Wirkung verbunden und dementsprechend auch mit einer höheren Wertigkeit von dem Produkt, sage ich jetzt mal. Dann habe ich ja auch noch die Hyaluronic Urea Hydro Boost. Das haben wir als komplette Reihe bei Dalton. Habe ich als Serum aktuell in Anwendung, gibt es aber auch als Creme. Und ja, das finde ich auch sehr angenehm, weil du das Urea mit dabei hast, was dann halt auch nochmal die hautberuhigende Komponente mit dazu gibt. Auch in den Hydrogel Eye Patches, die ich über alles liebe, ist Hyaluronsäure drin enthalten, aber auch Panthenol und Rotalge. Also das macht halt auch viel mit der Haut. Und dann habe ich hier noch unser freundliches Bügeleisen. Das ist die Hydro Boost Maske. Da ist auch Hyaluronsäure mit drin enthalten. Ja, und das hilft der Haut dadurch, dass sie halt weniger trocken erscheint und mehr Feuchtigkeit bekommt. Und wenn man halt diese niedermolekulare Hyaluronsäure auch mit drin hat, dann wird die Feuchtigkeit in der Haut auch gebindet, was auch sehr, sehr schön ist. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, die Feuchtigkeit in der Haut zu bewahren. Das kannst du zum Beispiel durch Lipide, durch Fette machen, was ja auch irgendwie sinnvoll erscheint und sich auch sinnvoll anhört. Wenn du quasi Fett oder Öl auf dein Gesicht gibst, dann ist die Haut auf jeden Fall geschützter, dadurch, ne, dass die Haut, dass die Feuchtigkeit nicht so rausdringen kann, nicht verdunsten kann, nicht verschwinden kann. Das kannst du zum Beispiel mit Squalan machen. Das habe ich hier in zwei verschiedenen Geschichten. Einmal von Typology ist das hier dieses Squalan aus Oliven, was ein veganes Produkt ist, was auch immer sehr charmant ist, finde ich persönlich. Und dann gibt es auch noch von bei Beauty Bay mit Squalan und Traubenkernöl. Auch das halt ein fetthaltiges Produkt. Das verwendet man dann zum Beispiel als Serumersatz oder, je nachdem wie deine Haut so ist, du merkst ja, wie viel die Haut aufnehmen kann, ne? Oder man nimmt zum Beispiel das Hyaluronic Urea und gibt sich da drüber nochmal zum Beispiel dieses Squalanöl und dann halt die Feuchtigkeitscreme. Oder, was ich auch jetzt aktuell in Anwendung so habe und auch mache, ist, dass ich meine ganz normale Abendroutine durchziehe und dann nochmal so eine Stunde, zwei Stunden später ungefähr mir das hier nochmal drüber gebe, das Squalan. Das ist hardcore, also dafür brauchst du wirklich eine sehr, sehr trockene Haut, die ich habe. Aber es funktioniert bei mir richtig, richtig gut. Den Tipp habe ich übrigens von Maxim bekommen, den hatte der mal in einem Vlog erzählt. Richtig cool. Was auch wirklich wichtig ist, um eine intakte Hautbarriere zu haben, und das kann man nicht oft genug sagen, Leute, schminkt euch vernünftig ab. Das ist einfach wichtig, dass deine Haut auch gereinigt ist, dass deine Haut sauber ist und deine Haut weniger Angriffsfläche bietet. Und wenn deine Haut heile ist, dann kann sie auch weniger angegriffen werden. Wenn sie halt von außen heile ist, dann kann von innen auch nicht so viel noch weiter kaputt gemacht werden. Und das ist halt auch wieder ein Slow-Aging-Schritt. Ich empfehle euch da das Dumbbell Cleansing. Das habe ich einfach für mich entdeckt. Finde ich total großartig. Und da habe ich hier das Set von Geek & Gorgeous aktuell in Anwendung. Einmal das Mighty Melt, das ist dieser Cleansing Balm. Auch wieder ein ölhaltiges Produkt, was sehr, sehr sanft reinigt und halt nicht so rubbelig ist, ne? Also ein ganz, ganz sanftes Produkt. Und nachdem ich das mit Wasser aufemulgiert und einmal abgewaschen habe, vorsichtig, gebe ich mir hier auch nochmal den Jelly Joker drüber. Das ist halt einfach so ein ganz normales Reinigungsgel. Den trage ich mir übrigens auch morgens auch noch auf. Was steht natürlich ab? Die beiden Produkte müsstet ihr bei Purish auch bekommen und da ist jetzt gerade so dieser Mega-Sale am Start und bis zu 50% Rabatt auf super viele Produkte und dann könnt ihr nochmal zusätzlich mit Claudis Welt 10 sparen, wenn ihr möchtet. Schaut super gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch auch einen Link dazu reingesetzt, ne? Da geht es auch nochmal richtig ab. Also jetzt zum Jahresende hin, ne? Die Firmen hauen raus, ihr merkt es auch. Okay, und dann ist es auch wichtig, dass man seine Haut gegen einen sehr, sehr großen
sehr, sehr großen Ball schützt, der uns einfach altern lässt, und das ist die Sonne. Das ist klar. Natürlich brauchen wir Sonne, um halt auch Vitamin D zu produzieren und so weiter und so fort, um uns wohlzufühlen, um Mensch sein zu können. Aber unsere Haut ist sehr, sehr empfindlich, gerade jetzt hier bei uns in den nordischen Breitengraden, und da sollte man seine Haut auch im Winter schützen. Ich persönlich verwende super gerne von Dalton hier die Lichtschutzfaktor 50 Plus Creme, vor allem im Winter, im Sommer ist das für mich ein absolutes Staple-Produkt. Also die brauche ich und die finde ich auch super. Und ich habe gemerkt, dass es meiner Haut auch gut tut, wenn ich wirklich jeden Tag Lichtschutzfaktor verwende. Selbst wenn ich nur mal eben kurz mit Sammy Gassi gehe, ich brauche Lichtschutzfaktor. So. Und deswegen ist das einfach essentiell, dass ihr eure Haut gegen Sonneneinstrahlung schützt. So, nun, ist es dann aber vielleicht so gelaufen, dass eure Haut vielleicht den ein oder anderen Sonnenschaden genommen hat, weil ihr vielleicht eben keinen Lichtschutzfaktor aufgetragen habt, entsteht etwas, das nennt sich Pigmentflecken. Das haben wir alles. Das sind diese nervigen Sonnenschäden oder auch Altersflecken und manchmal auch Pickelmale und so weiter. Und dadurch haben wir ein relativ unruhiges Hautbild, und allein dieses unruhige Hautbild und auch Altersflecken, Pigmentflecken, können dazu führen, dass es optisch so aussieht, als wäre die Haut älter, als sie eigentlich ist, weil sie einfach unruhiger aussieht. Um ein gleichmäßigeres Hautbild schaffen zu können, hat sich in den letzten Jahren immer mehr der Wirkstoff Niacinamide durchgesetzt. Ich habe jetzt hier aktuell nur dieses Niacinamid-Serum von Dalton. Ich habe jetzt gerade kein anderes Produkt hier, was ich euch zeigen kann. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Inhaltsstoff, den ihr jetzt, also habe ich euch, wie gesagt, habe ich eben eingeblendet, auch in dem Wirkstoffvideo, ne? Nicht mit jedem anderen Wirkstoff kombinieren solltet. Vitamin C aufpassen, Retinol aufpassen, Säure aufpassen. Aber ja, auf jeden Fall ist Niacinamid ein Wirkstoff, der wirklich auch was mit eurer Haut macht. Der ist aufhellend, der gleicht euer Hautbild an. Klar, auch Vitamin C ist aufhellend, aber Niacinamide ist halt wirklich der Overkill. Das ist richtig krasses Zeug, und wenn man das halt wirklich kontinuierlich in Anwendung hat, dann glaubt mir, werden eure Sonnenschäden zurückgehen. Das Ganze wird ausgeglichener sein, und das Niacinamid von Dalton kann ich euch wärmstens empfehlen. Das ist sehr hoch konzentriert mit 10%, hat aber auch eine derbe Wirkung und macht was mit eurer Haut. Ne? Kann ich euch absolut ans Herz legen. Gleichzeitig ist Niacinamid auch dafür da, um die Ceramidbildung zu fördern. Auch das ist etwas, was wir in unserer Haut drin haben, und Ceramide sind dafür da, um die Hautbarriere zu stärken. Und auch da gibt es die Möglichkeit, von außen etwas nachzuhelfen und der Hautbarriere einfach ein bisschen mehr Liebe zu schenken. Da gibt es Produkte mit Ceramiden, die einfach wundervoll sind. Einmal habe ich hier den Triple Ceramide Serum, das Triple Ceramide Serum von Dalton. Ein absoluter Game Changer, wenn ihr eine nicht intakte Hautbarriere habt. Also das wird euch helfen, dass eure Haut auch einfach heilen kann. Und das kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Das gibt es auch von Biotherm. Da habe ich hier von Aquasource die Ziza Nutri Cream. Da haben wir auch Ceramide mit drin enthalten. Und auch das ist ein Produkt, was einfach sehr hautberuhigend ist. Und auch durch die Hautberuhigung bekommen wir ein gleichmäßigeres Hautbild, einen gleichmäßigeren Teint und sehen dadurch einfach auch frischer, jünger aus. Ach, es gibt so tolle Produkte in diesem Universum. Peelings habe ich jetzt gar nicht mit reingenommen. AHA wäre da wahrscheinlich auch die Wahl, die ihr treffen könntet. AHA ist Fruchtsäure, und Fruchtsäure ist auch dafür da, um ein bisschen Feuchtigkeit auch zu spenden. Nun, auf jeden Fall habe ich euch jetzt allerhand Infos und Tipps gegeben. Vielleicht kann ich euch damit irgendwie weiterhelfen. Ich habe euch die Produkte in der Infobox verlinkt, Timestamps, Kategorien. Schaut gerne einfach mal vorbei, wenn euch das ein bisschen intensiver interessiert. Denkt auch auf jeden Fall dran, wenn ihr möchtet. Mit Beauty Claudi könnt ihr aktuell 20% bei Dalton sparen. Und da gibt es wirklich für jede Haut das richtige Produkt. Gönnt euch, wenn ihr möchtet. Ne? Ich kann es nur empfehlen. Meine Haut hat es definitiv verbessert. Und ja, deswegen wäre es das hier auch schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.